Herzlich willkommen bei TV Bayern Live. Schön, dass Sie reinschauen bei uns. TV Bayern Live, das Wochenendmagazin mit allen wichtigen Themen aus dem Freistaat und mit einer neuen Königin. Sie heißt Christina Schneider, kommt aus Northeim im Landkreis Kitzingen und sie ist die neue fränkische Weinkönigin. Damit hat sich die 21-Jährige einen Kindheitstraum erfüllt. Und jetzt heißt die neue fränkische Weinkönigin 2016-2017 Christina Schneider aus Bayern. Jubel und pure Emotion bei Weinfrankens neuer Königin. Christina Schneider aus Northeim im Landkreis Kitzingen hat sich durchgesetzt. Sie ist die 61. fränkische Weinkönigin. Ich fühle mich total gut, ich fühle mich glücklich. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Es ist ein unglaubliches Gefühl. Ein spannungsgeladener Nachmittag mit hartem Wettbewerb liegt hinter den drei Kandidatinnen. Nach harten Fragerunden und Interviews hat die Jury per TED entschieden. Für die 21-Jährige und sehr zur Freude ihrer Unterstützer. Ich freue mich auf das Jahr mit dir zusammen als fränkische Weinkönigin, als Daimbürger Meister. Herzlichen Glückwunsch. Im nächsten Jahr wird sie den Frankenwein weltweit repräsentieren. Rund 400 Termine von Bayern bis Asien warten auf die Psychologiestudentin von der Main-Schleife. Begleitet wird sie von den besten Wünschen der anwesenden Prominenz. Zum einen alles genießen. Jeder Termin ist wunderbar. Jeder Termin macht Spaß. Die Begegnungen, die Menschen. Und einfach jeden Termin mitnehmen und bei sich bleiben, natürlich sein. Und das kommt am meisten bei den Menschen an. Also ich muss sagen, man kann immer nur mit großer Freude und Dankbarkeit feststellen, dass sich so tolle junge Frauen zur Verfügung stellen. Was das allein an Vorbereitung kostet, an Mut. Dass sie ihre Natürlichkeit behält, dass sie ähnlich handelt wie Christine Langmann, nämlich der König ist der erste Diener oder die Königin ist der erste Diener seines Volkes. Dass man der Sache dient, dem Wein dient und dass man da nicht so sehr abhebt als Königin. Und ihre frisch gekrönte Hoheit selber? Die schaut erst einmal recht gelassen in die nahe Zukunft. Ich freue mich auf das Jahr. Ich bin gespannt, was es bringen wird. Und ja, lass mich einfach überraschen. Jetzt aber heißt es erst einmal feiern und genießen. Von nun an als 61. fränkische Weinkönigin. Ja, jetzt gibt es Kultur bei TV Bayern Live, vorausgesetzt, die Technik funktioniert wieder. Wir haben uns mal für Sie umgeschaut, was bei uns im Freistaat derzeit sehenswert ist auf den Bühnen. Das hat auch nichts zu tun damit, weil das nämlich ein Fremdarbeiter ist. Was ist das? Wie ich es sage, ein Fremdarbeiter. Wieso? Gibt es denn hier nicht Arbeiter genug? Er weckt Fantasien bei den Frauen, aber Neid bei den Männern. Eins ist sicher, die vermeintlich heile Welt ist gestört, seitdem dieser Gastarbeiter in diesem hermetischen Mikrokosmos aufgetaucht ist. Davon handelt Katzelmacher von Rainer Werner Fassbinder. Ab sofort zu sehen im Münchner Volkstheater. Ein Stoff, der bereits 48 Jahre alt ist, aber heute noch genauso aktuell ist wie damals im Wirtschaftswunderland. Dass wir seit Ankunft der Gastarbeiter irgendwie immer noch mit denselben Vorurteilen zu kämpfen haben und die immer noch existieren. Und das Erschreckende ist natürlich, dass man in der heutigen Situation jetzt mit den Flüchtlingen auch nochmal erschreckende Ähnlichkeiten findet in der Argumentation. Also wichtig war eine Uniformierung bzw. eine gleiche Gruppe zu haben, die ähnlich funktioniert, ein geschlossener Raum, eine geschlossene Gesellschaft und eigentlich der Versuch, was dann passiert, wenn etwas Fremdes, jemand Fremder dazu stoßt. Und bist du verheiratet? Ja. Ja. Und hast du Kinder? Ja. Und wie viele? Zwei. Und das Kesseltreiben nimmt seinen Lauf. Katzelmacher, nach dem Film von Rainer Werner Fassbinder, ab sofort auf der Bühne des Münchner Volkstheaters. 150 für ein Zimmer, ein solches. Einen Verstand muss man haben. Daran liegt. Die kleine polnische Komtesse Laura hat dem stolzen sächsischen Gouverneur von Krakau vor aller Augen einen Korb gegeben. Verständlich, dass das nach Rache schreit, die aber bei schlechter Planung natürlich auch nach hinten losgehen kann.
Um sich für die Schmach der öffentlichen Abweisung zu rächen, lässt man zwei rebellische Bettelstudenten aus dem örtlichen Gefängnis holen und unter dem Vorwand, ihnen im Gegenzug die Freiheit zu schenken, zu Fürst und Sekretär ausstaffieren. Dabei wird das kleine Detail verschwiegen, dass einer von beiden gar kein echter Bettelstudent ist. Die Wiederaufnahmepremiere findet am 2. April statt im Münchner Prinzregententheater. Wie zähmt man seine Ex-Frau? Das zeigt die Nürnberger Staatsoper, in dem die Entwicklung des Shakespeare-Stücks der widerspenstigen Zähmung zum Thema gemacht wird. Auf der Bühne kämpft Fred Graham um die Gunst Katharinas, gespielt von seiner Ex-Frau Lily Vanessi. Hinter den Kulissen verhandeln die beiden lauthals Altlasten aus vergangenen Ehetagen. Die hitzige Atmosphäre wird potenziert durch zahllose Missverständnisse. Na, Miss Vanessi, haben wir nicht ein kleines Lächeln im Vertrag? Drecksack! Am Ende Showdown auf der Shakespeare-Bühne. Cole Porters erfolgreichstes Musical spielt raffiniert mit der Handlung, ist ein Stück im Stück, in dem die prägnantesten Szenen der berühmten Shakespeare-Vorlage aufgegriffen werden. Am Sonntag sowie am 10. April sind die nächsten Aufführungen. Einmal hinter die Filmkulissen schauen und das auch noch anstelle von Unterricht. Das dürfen Schülerinnen und Schüler aus Bayern jetzt im Rahmen der Schulkinowoche erleben. Im Anschluss an einen Film haben die Jugendlichen die Chance, auf spielerische Weise den Film und die Thematik zu besprechen. Dafür bieten Regisseure, Drehbuchautoren oder Produzenten ihre Kinoseminare an. Kino macht Schule. 100 verschiedene Filmtheater beteiligten sich dieses Jahr an der 9. Schulkinowoche in Bayern. Den Kindern wurden speziell ausgewählte Filme gezeigt. Anschließend hatten sie in den Kinoseminaren die Möglichkeit, mit dem Regisseur, den Drehbuchautoren oder auch den Geräuschemachern zu diskutieren. Doch nicht jeder Film durfte gezeigt werden. Unser wichtigstes Kriterium für die Filme, die wir bei den Schulkinomachern zeigen, ist, dass es halt richtige Kinofilme sind. Das heißt, es müssen Filme sein, die auf der großen Leinwand funktionieren, Filme, die keine Dokumentationen sind, Filme, die keine Lehrfilme sind. Das sind die Filme, die wir bei den Schulkinowochen zeigen. Und das andere Kriterium, was eben auch total wichtig ist, ist, dass die Filme was mit Schule zu tun haben, dass man im Lehrplan Anknüpfungspunkte finden in Fächern und eben auch, dass die Kinder und Jugendlichen sich in den Filmen auch in irgendeiner Form wiederfinden. Ente gut, Mädchen allein zu Haus. Dieser Film wurde Schülerinnen und Schülern rund um Erding bei der Auftaktveranstaltung gezeigt. Er erzählt die Freundschaftsgeschichte von drei Mädchen aus unterschiedlichen Kulturen. Die Energie, die die Mädchen aus der Freundschaft gewinnen, soll hierbei auch im Vordergrund stehen. Bei dem jetzigen Kinofilm geht es um große Themen wie unterschiedliche Nationalitäten, unterschiedliche Religionen, um Freundschaft, um Toleranz, um Hilfsbereitschaft. Also alles Themen, die wir in der Schule den Kindern und Jugendlichen auch vermitteln wollen. Norbert Lechner, Regisseur und Produzent des Kinofilms, ist seit mehreren Jahren ein Teil der Kinowochen in Bayern und leitete auch diesmal sein Seminar. Ich versuche den Kindern zu vermitteln, wie ein Film entsteht, von der ersten Idee bis zum fertigen Film. Und dann werden sicher viele Fragen sein bei den Kindern, die ich dann beantworte. Filme in den Schulalltag einbinden, das ist der Wunsch von Michael Jahn, dem Projektleiter der bundesweiten Schulkinowoche. Für uns ist natürlich die große Hoffnung, dass Film in der Schule künftig eine größere Rolle spielt, dass Lehrer ihre Angst ablegen, mit Filmen zu arbeiten und dass sie mit Schülern Filme machen, mit Schülern Filme gucken, über den Film, auch wie er gemacht ist, diskutieren. Bis zum Freitag konnten die Schulkinder an den Kinoseminaren teilnehmen. Aber auch im kommenden Jahr soll es die Schulkinowoche wieder geben. Gleich gibt es bei uns die aktuellen Nachrichten aus Bayern und natürlich aus Ihrer Region. Nach einer ganz kurzen Pause bleiben Sie bei uns. Stell dir eine exklusive Zahnklinik vor, wo jeder Patient wie ein Privatpatient behandelt wird, im 4-Sterne-Hotel untergebracht wird, aber trotzdem Geld spart. Eine Hightech-Klinik mit Skyview CT, wo alle Ärzte Deutsch sprechen. Keine Wartezeiten, Behandlung mit Narkose und dann der erste Abend mit meinen neuen Zähnen. Ich war glücklich. Wo es so etwas gibt? In Budapest. Dentagünstig.de. Deutsche Qualität, ungarische Preise.
AOK Bayern. Gesundheit in besten Händen. Alles für Ihre Entspannung. AOK Gesundheitsprogramme. Einer von 16 Pluspunkten Ihrer AOK Bayern. Meine AOK kann das. Wechseln auch Sie zur Nummer 1 in Bayern. Knobi Vital. Altbewährt und hilfreich. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer, 2 in 1, erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Es gibt einen magischen Ort. Am Fuß der Zugspitze. Wellness Hotel Das Kranzbach. Erlebe, genieße, spüre. Schließung. 2000 Arbeitsstellen werden gestrichen, doch die Politik und die Firma Siemens überlegen einen Masterplan. Geldwäsche. Landeskriminalamt warnt vor lukrativen Tagesjobs aus dem Internet. Und Nachwuchs. Der Frühling ist fast da und so werden in ganz Bayern wieder viele Frühlingsboten geboren. Willkommen zurück bei TV Bayern Live. 348.000 Menschen arbeiten weltweit für die Firma Siemens. Im vergangenen Jahr hat der Konzern einen Umsatz von 75,6 Milliarden Euro gemacht. Trotzdem werden in Rustorf im Landkreis Passau rund 700 Arbeitsplätze gestrichen. Die Hälfte der Gesamtbelegschaft muss gehen. Der Schock saß tief, als der Weltkonzern Siemens am 10. März verkündete, dass sie im Werk Rustorf 700 der 1300 Stellen abbauen werden. Mir ist kein Tag bewusst, ich bin jetzt schon 30 Jahre hier im Ort, wo eine Nachricht derartig eingeschlagen hat. Denn wir nennen in einem Satz immer die Firmen Hatz und früher Lohr, jetzt Siemens, als Standbeine Rustorfs. Und wenn natürlich einer davon so massiv jetzt getroffen wird, dann ist es momentan eine Situation, die man sehr, sehr schwer verkraften kann und erst verarbeiten muss. Die Kommune ist hilflos irgendwo. Man könnte anbieten, der Konzern Siemens zahlt die nächsten 10 Jahre keine Gewerbesteuer. Auch das würde nicht helfen, um die Konzernleitung wahrscheinlich umzustimmen. Auch die Politiker in der Region zeigten sich betroffen von dieser unerwarteten Nachricht. Ein schwarzer Tag auch für die wirtschaftliche Entwicklung unserer Region. Und ich denke in dieser Stunde insbesondere an die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Familien. Und ich erwarte vom Weltkonzern Siemens und insbesondere auch vom Vorstandsvorsitzenden, der ein Niederbayer ist, der sein niederbayerisches Herz öffnen soll, dass weitere neue Produktionsbereiche nach Rustorf verlagert werden, damit dieser Stellenabbau aufgefangen werden kann. Auf dem Gelände der Landesausstellung Bier in Bayern in Aldersbach traf sich am Dienstag der Ministerrat rund um Ministerpräsident Horst Seehofer. Auch hier war der geplante Stellenabbau von Siemens ein wichtiges Thema. Unser primäres Ziel wird nach der Debatte heute mit euch und mit der Belegschaft sein, dass wir natürlich in allererster Linie versuchen wollen, wenn die unternehmerische Entscheidung an sich nicht mehr korrigierbar sein sollte, dass wir für diesen Standort Rustorf Ersatzarbeitsplätze von Siemens hierher bereden und verhandeln wollen. Einen Tag zuvor waren auch Sozialministerin Emilia Müller und Wirtschaftsministerin Ilse Aigner in Rustorf vor Ort. Sie versuchten im Gespräch mit der Siemens-Leitung zu klären, was für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer getan werden kann. Dass das natürlich mit Altersteilzeit, mit auch in der Siemens-Versetzungen sozusagen versucht wird. Aber wie gesagt, das sind jetzt genau die konkreten Fragen, die jetzt der Betriebsrat
aufdecken wird, natürlich mit der Betriebsleitung. Freistadt bietet an, dass wir jetzt zum Beispiel bei der Weiterbildung, bei der Umschulung, bei Fortbildung, dass wir hier mit dabei sind, mit allen Instrumenten, die uns zur Verfügung stehen, Europäischer Sozialfonds, Arbeitsmarktfonds bilden. Zwischenzeitlich protestierten rund 800 Siemens-Mitarbeiter gegen den geplanten Stellenabbau. 350 Stellenstreichungen von knapp 2000 geplanten soll es am Standort Bad Neustadt geben. Siemens sicherte jedoch zu, alle betroffenen Standorte, also auch das Werk hier in Unterfranken, zu erhalten. Auch Rhön-Grabfelds Landrat Thomas Habermann war beim Krisengespräch vor Ort. Ihm sei außerdem zugesichert worden, dass Siemens den Standort weiterentwickeln und modernisieren werde. Von Seiten der Staatsregierung wurde geäußert, dass sie das Technologietransferzentrum weiter gezielt unterstützen werde, so Habermann weiter. Das letzte Wort scheint auch hier nicht gesprochen. Siemens soll sich in der Sitzung bereit erklärt haben, den Abbau zumindest abfedern zu wollen. Der Turmbau zu Babel ist wohl eine der bekanntesten Erzählungen aus dem Alten Testament. Ein Volk setzt sich das Ziel, einen Turm bis in den Himmel zu bauen, um gottesgleich zu werden. Doch der Größenwahn führt zum Versagen. Gott schickte den Arbeitern eine Sprachverwirrung, die Verständigung funktionierte nicht, ja, und das Projekt scheiterte schließlich. Anders in Weiden in der Oberpfalz. Dieses Projekt hat nichts mit Größenwahn zu tun, sondern mit Integration. Stein auf Stein wurde in Weiden gesetzt. Und obwohl dabei viele Mauern entstanden, sind sehr viele eingerissen worden. Beim diesjährigen Turmbau zu Weiden waren nämlich auch Flüchtlinge eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen. Mehr als 14.000 Bauklötze hatten die Kinder zur Verfügung, um ihre architektonischen Meisterwerke zu fabrizieren. Und zwar gemeinsam mit jungen Leuten mit Migrationshintergrund. Nach 2 Stunden war die Bauzeit um. Ein jedes Gebäude war preisverdächtig und vor allem so schön und funktionell, dass man fast sagen konnte: Willkommen im Weiden der Zukunft. Nürnberg leitet die Frühlingszeit ein. In einer Woche startet die Noris mit dem traditionellen Frühlingsfest wieder in die schöne Jahreszeit. Die Vorbereitungen für das Volksfest am Dutzendteich laufen seit einigen Tagen. Einer der Klassiker, die Achterbahn, nimmt Gestalt an und auch das Riesenrad ragt schon rund 55 Meter in die Höhe. Letzteres heißt übrigens Bellevue und ist das erste Mal in Nürnberg dabei. Startschuss für den Rummel ist am Karsamstag. Dann kann bis zum 10. April gefeiert werden. Zurzeit werden in ganz Bayern wieder viele Frühlingsboten geboren. Im Hemau erblicken derzeit täglich bis zu 15 Lämmchen das Licht der Welt. Die ersten Schritte fallen anfangs noch etwas wackelig aus und müssen erstmal geübt werden. Dass jedes der Lämmer einzigartig ist, erkennt man nicht nur an den unterschiedlichen Fellen. Auch die Stimmlagen der Neugeborenen unterscheiden sich deutlich voneinander. So klingt also der Frühling. €4.300 Monatsgehalt für 3 Stunden Arbeit pro Woche. Dieses Jobangebot klingt sehr verlockend und kursiert seit kurzem wieder verstärkt per E-Mail und auf Jobbörsen im Internet. Aber die Sache hat einen Haken. Wer sich darauf einlässt, betreibt unbewusst Beihilfe zur Geldwäsche. Es drohen Haftstrafen zwischen 2 und 5 Jahren. So sieht das Jobangebot aus, das unter anderem per E-Mail wieder zurzeit im Umlauf ist. Ein führendes europäisches Finanzunternehmen sucht neue Kollegen. Die Tätigkeit ist die Finanzoptimierung. Bedeutet laut Inserat, Sie kriegen den Geldbetrag direkt auf Ihr Konto überwiesen und müssen es abzüglich Ihrer Provision von 20% weitersenden. Dass dieses Geld nicht aus legalen Geschäften kommen kann, liegt auf der Hand. Das sind, wie wir es nennen, inkriminierte Gelder. Also die kommen zum einen aus der klassischen Kriminalität kommen, aus dem Rauschgifthandel, Waffenhandel, anderen kriminellen Geschäften oder auch einfach auch direkt von Opfern aus Phishing-Attacken, die ihre Kontodaten zur Verfügung stellen oder unbewusst zur Verfügung gestellt haben und dadurch eben Gelder abfließen oder betrügerische Internetgeschäfte von Auktionen, aber auch direkte Geschäfte von gefakten Plattformen. Bis zu €4.000 im Monat für etwa 12 bis 15 Stunden Arbeitszeit. Bernhard Egger mahnt, wer hier nicht stutzig wird und sich darauf einlässt, betreibt Beihilfe zur Geldwäsche. Denn den Tätern geht es darum, die Herkunft des Geldes zu verschleiern. Das Geld ist rechtlich nicht sauber, aber es ist insofern sauber, dass es in den
normalen Geschäftsbetrieb wieder einfließt und man nicht mehr nachweisen kann, wo es von welcher Straftat es herkommt. Also so eine Zwischenstation sozusagen. Und Sie müssen vom Risiko her auch noch eine andere Geschichte bedenken, dass wenn Sie jetzt zum Beispiel 4.000 Euro auf Ihr Konto bekommen, behalten 20%, also 800 Euro, überweisen den Rest weiter. Sehr oft merken die Opfer noch rechtzeitig, dass sie betrogen wurden und können diese Überweisung, die auf ihr Konto ging, wieder zurückziehen, sodass sie auch auf dem gesamten Schaden noch hängen bleiben. Rund 3.000 Fälle sind im vergangenen Jahr deutschlandweit bekannt geworden. Häufig verfeinern die Täter aber auch ihr Vorgehen, sodass oft gar nicht im ersten Moment erkennbar ist, dass es sich um Geldwäsche handelt. Sicher ist nur, wer als Finanzagent erwischt wird, muss mit einer Gefängnisstrafe rechnen. Also der Strafrahmen bei der Geldwäsche geht bis zu 5 Jahren. Wenn Sie leichtfertig nicht erkennen, dann geht es bis zu 2 Jahren. Das ist der Strafrahmen, der im Strafgesetzbuch im entsprechenden Paragraphen 261 ist. Natürlich ist der Finanzagent jetzt nicht der, bei dem der Strafrahmen immer komplett ausgeschöpft wird, natürlich nicht, aber Sie müssen zum einen mit einer Strafe rechnen und zum anderen natürlich auch mit dem Schaden. Sie haben immer den finanziellen Schaden, weil Sie inkriminierte Gelder transferiert haben. Dieses Geld sind Sie auf jeden Fall zusätzlich noch los. Wichtigster Tipp: Finger weg von lukrativ klingenden Jobangeboten, in denen das eigene Konto zur Verfügung gestellt werden soll. Wir machen eine ganz kurze Pause, sind gleich wieder für Sie da. Bleiben Sie bei uns. Stell dir eine exklusive Zahnklinik vor, wo jeder Patient wie ein Privatpatient behandelt wird, im 4-Sterne-Hotel untergebracht wird, aber trotzdem Geld spart. Eine Hightech-Klinik mit Skyview CT, wo alle Ärzte Deutsch sprechen. Keine Wartezeiten, Behandlung mit Narkose und dann der erste Abend mit meinen neuen Zähnen. Ich war glücklich. Wo es so etwas gibt? In Budapest. Dentagünstig.de. Deutsche Qualität, ungarische Preise. AOK Bayern. Gesundheit in besten Händen. Oh je. Oh mein. Alles für Ihre Entspannung. AOK Gesundheitsprogramme. Einer von 16 Pluspunkten Ihrer AOK Bayern. Meine AOK kann das. Wechseln auch Sie zur Nummer 1 in Bayern. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aroniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1. Erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Es gibt einen magischen Ort. Am Fuß der Zugspitze. Wellness Hotel Das Kranzbach. Erlebe, genieße, spüre. Willkommen zurück bei TV Bayern Live. Vor kurzem hat der Bayerische Landessportverband wieder die Gewinner des Quantensprung-Wettbewerbs ausgezeichnet. Dabei geht es vor allem um Innovationen, die die Bewerbervereine von anderen deutlich hervorhebt. Einer der diesjährigen Gewinner ist der Oberbayerische Wintersportverein Glonn. Wir zeigen Ihnen, was diesen Verein so besonders macht. Das ist seit 2015 die neue Heimat des Wintersportvereins Glonn, die WSV Sportwelt. Nachdem man sich in den bisherigen Räumlichkeiten weder sportlich noch vereinstechnisch weiterentwickeln konnte, entschieden sich die Verantwortlichen für einen bedarfsgerechten und innovativen Neubau einer multifunktionellen Trainingsstätte. Eine Bereicherung für alle Sportler in der Marktgemeinde. Für die Mitglieder hat sich verbessert, dass wir neue Geräte dazugewonnen haben, spezielle Geräte. Wir haben auch Sportsauna dabei, sodass wir also jetzt im Komfortbereich hier mehr bieten können für unsere Mitglieder. Wir haben im Eingangsbereich auch ein kleines, sage ich mal, Stüberl, wo man sich auch treffen kann für Vereinversammlungen wie Ausschusssitzungen, Vorstandssitzungen.
dass man also nicht immer sofort dann auch heimgehen muss. Das ist also, denke ich mir, die Hauptvorteile für die Mitglieder. Möglich gemacht haben dies unter anderem die eigenen Vereinsmitglieder, die bisher rund 4000 Stunden ehrenamtlich geleistet haben, sowie auch Förderungen durch den BLSV und die Gemeinde. Einer der Hauptverantwortlichen, vor allem was die Einrichtung und Einteilung der Sportwelt betrifft, ist Silvester Neidhardt. Als gebürtiger Glonner, ehemaliger Skirennläufer und DSV-Nationaltrainer war er für diese Aufgabe quasi prädestiniert. Ja, ich habe schon mal ein anderes Studio leiten dürfen, habe in der Therme Geinberg in Oberösterreich eine 140.000 Quadratmeter Anlage mit konzipiert. Da sind Erfahrungswerte da. Und natürlich mit diesen neuen Entwicklungen, funktionelleres Training, andere Herangehensweisen, ein bisschen weg von den, sage ich mal, herkömmlichen Fitnessstudio-Ansätzen, nur an Maschinen zu trainieren. Klar, habe ich da natürlich den Part übernommen und da ist halt der Verein an mich herangetreten und gesagt, sei so gut, plan das mit. Und wir haben uns an die Vorgaben des Architekten praktisch haltend, ich denke, das Bestmögliche herausgeholt. Dabei legten Neidhardt und die Vorstandschaft vor allem Wert auf Vielseitigkeit. Wir haben zwei Räume, die wir sehr im gymnastischen Bereich nutzen können. Wie man ja schon an die Aufnahme ein bisschen gesehen hat, so ein Spiegelraum für ruhigere Sachen oder Aerobic oder auch Taekwondo. Aber den Raum, wo wir uns gerade befinden, das ist schon, würde ich fast sagen, so ein bisschen ein Highlight aufgrund des funktionellen Turms, den man im Hintergrund schon sieht, weil man halt einfach mit dem Körper, dem besten Gerät, dem Eigengewicht und eigenem Körper praktisch wunderbar trainieren kann. Und das Ganze nur verbunden, wenn ich beide Türen aufmache, Sprintstrecke dabei habe, kann ich meine Sprünge, meine dynamischen, meine Sprints machen und gleichzeitig aber auch herkömmliches Pumping Iron mit der Langhantel praktisch auch da Gewichtstraining machen oder, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, ein bisschen provokant für die ein bisschen älteren Menschen, die geführte Bewegung brauchen, auch an den sogenannten Maschinen arbeiten. Und da, denke ich, ist dieser Mix einfach hervorragend. Doch nicht nur das ältere Semester ist froh um die neuen Räumlichkeiten und die Anwesenheit von qualifizierten Trainern. Also ich finde den sehr gut, weil vorher haben wir in der Turnhalle trainiert und es war dann schon mal ein bisschen blöd mit den ganzen Geräten. Man hat sehr wenig Auswahl gehabt. Da haben wir dann auch viel einfache Übungen gemacht und einfach nur mal in den Kreis gelaufen. Und jetzt haben wir halt echt viel gute Gerätschaften und man kann auch selber mal allein trainieren. Man hat die Teile praktisch da und es ist also sofort mal ein Trainer da, wenn man allein ist und man macht was falsch. Der sagt dann halt stopp, ich auch nicht weitermachen. Das ist falsch und so geht es richtiger. Macht sie dann nach vorne und sagt sie und sind alle recht hilfsbereit und kommen auch sofort her, wenn man Fragen hat. Neben den herkömmlichen Trainingsmöglichkeiten eines Fitnessstudios beinhaltet die Sportwelt auch eine Sprintstrecke über knapp 40 Meter, einen funktionalen Trainingsturm und für die Entspannung danach auch einen kleinen Saunabereich. Trotz all dieser Innovationen hatte die Vorstandschaft des WSV nicht mit der Quantensprung-Auszeichnung durch den Bayerischen Landessportverband gerechnet. Ja, es hat uns ja trotzdem überrascht, weil es ist ja immer ein Thema, wir wissen ja, dass wir ja immer weit über 150 Vereine hat, die sich da hier bewerben und es ist sicherlich nicht einfach, weil alle Vereine versuchen natürlich immer für ihre Mitglieder das Beste zu bieten und dass wir jetzt da soweit dabei sind, das war eine super Sache, da haben wir uns alle gut gefreut, vor allem, weil wir auch das Geld gut brauchen können, wir müssen auch die Außenanlagen noch anpflanzen, also es war eine super Sache, die Nachricht. Neben dem genannten Ausbau und der Bepflanzung der Außenflächen rund um die Sportwelt sollen demnächst auch die nahegelegenen Skisportanlagen modernisiert und ausgebaut werden. Schließlich soll der Neubau der Sportwelt beim WSV Glonn nicht der letzte Durchbruch gewesen sein. Fünf Kontinente? 33 Länder, 50.000 Kilometer. Das klingt nach einer sehr, sehr langen Reise. Mit dem Flugzeug sicherlich kein Problem, aber mit einem Traktor? Baujahr 1970, 35 PS, kaum vorstellbar. Aber genau das ist der Plan von Hubert Berger. Er will Anfang Mai mit seinem Traktor in Landsberg am Lech losfahren.
Es sind die letzten Handgriffe, die Hubert Berger zusammen mit seinem ehemaligen Lehrmeister und Freund Alfred Marstaller macht. Gemeinsam haben sie schon den Motor des 46 Jahre alten Eicher Tiger II überholt. Schließlich hat er noch 50.000 Kilometer vor sich. Außerdem haben sie dem Oldtimer einen neuen Anstrich verpasst. Heute bekommt er eine Vergitterung. Die soll Hubert Berger schützen. Denn auf seiner geplanten Weltumrundung wird er auch durch gefährliche Länder kommen. Ich lege Wert auf den Ausdruck Weltumrundung. Also es ist keine Reise, also keine Sightseeing-Tour. Ich werde nicht so arg viel anschauen. Und es geht darum, ich möchte einen neuen Weltrekord aufstellen für die längste Reise mit einem Traktor. Der jetzige Weltrekord ist bei ungefähr 22.000 Kilometer. Und ich möchte erhöhen auf mindestens 50.000 Kilometer. Die Bestätigung zur Anmeldung des Weltrekordversuchs hat der 58-Jährige schon. Und einen groben Plan hat er auch. Allerdings stellt sich Hubert Berger schon darauf ein, dass er seine Route wegen politischer Verhältnisse oder Katastrophen spontan ändern muss. Grundsätzlich geht es jetzt im Moment einmal, Anfang Mai geht es los, geht es Richtung Osten. Das erste große Ziel ist dann Westchina, die Stadt Kaschgar. Und von Westchina, das verlasse ich dann gleich wieder und fahre dann über einen Pass, über einen hohen Pass, der fast 5000 Meter ist, nach Pakistan. Und von da versuche ich dann nach Indien zu kommen und möchte dann so richtig übers Himalaya-Gebirge fahren. Das heißt also, ich werde nach Nepal, nach Kathmandu reisen und von da weiterfahren dann auf einer Strecke, die mehrere 5000 Meter hohe Pässe hat, nach Lhasa in Tibet. Danach sind Japan, Australien, Neuseeland, Los Angeles, Nord-, Mittel- und Südamerika geplant. Über Afrika geht es dann zurück nach Hause. 2 Jahre plant Hubert Berger für den Trip. Um das zu schaffen, muss der gelernte Kfz-Mechaniker diszipliniert sein. 200 Kilometer will er täglich schaffen. Zwischen 25 bis 27 Stundenkilometern kann er nur fahren. Das bedeutet mindestens 9 Stunden Fahrt täglich. Aber so lange sitze ich auf dem Schlepper. Jeden Tag 10 Stunden oder was. Das ist natürlich schon hart. Ist eine verrückte Idee. Aber ich denke, er schafft es. Wenn Hubert Berger nicht gerade auf dem Traktor sitzt, wird er sich hier in seinem Wohnwagen ausruhen. Er rechnet damit, dass er zwischen 120 und 150.000 Euro benötigt. Dafür sucht er Sponsoren. Aber noch wollen viele nicht recht glauben, dass Berger es schafft. Alle halten mich für verrückt und da habe ich überhaupt kein Problem damit. Und wenn es nur Normale gäbe und keine Verrückten, dann gäbe es auch im Fernsehen nichts zu berichten. Also es ist, glaube ich, schon richtig, dass es Verrückte gibt. Bis es losgeht, zieht Berger sein Gefährt noch durch die bayerische Heimat. Mitte März bei Schneefall. Aber wer weiß, was ihn in ein paar Monaten im Himalaya-Gebirge alles erwartet. Wir sind gespannt, was er dann zu berichten hat. Osterbrunnen haben eine lange Tradition bei uns. Oft beschäftigen sie sich mit einem ganz bestimmten Thema. So ist es zumindest seit Jahren in einer kleinen Ortschaft in Oberfranken. In Klein-Gesee in der fränkischen Schweiz im Landkreis Forchheim haben sich Osterbrunnenschmücker in diesem Jahr um unser deutschen liebstes Getränk gekümmert. Und dabei kam ein weltweit einzigartiger Osterbrunnen heraus. Das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Klein-Gesee wird jedes Jahr im Frühjahr fremdbestimmt. Denn dann sind es ausnahmsweise einmal nicht die Feuerwehrleute, die hier auf ihren Einsatz warten, sondern es sind die fleißigen Hände der Osterfreunde Klein-Gesee. 15 Damen und Herren, die sich jedes Jahr zur Osterzeit treffen und sich um das Schmücken des Osterbrunnens kümmern. In diesem Jahr mit einem ganz besonderen Motto. Wir haben einen Hinweis bekommen vom Tourismusbüro Gößweinstein. Die haben ja das Motto natürlich schon früher aufgegriffen und haben dann gemeint, ob wir nicht Lust hätten, uns an dieser Aktion Bier zu beteiligen mit unserem Osterbrunnen. Wir sind bekannt dafür, dass wir öfter mal was Neues ausprobieren. 2010 zum Beispiel haben wir die Fußballweltmeisterschaft auf die Eier gebracht und heuer dann eben dieses Biermotto. Zum 500. Geburtstag des Bayerischen Reinheitsgebotes ist also auch Klein-Gesee im Bierfieber und schmückt den sogenannten Bier-Osterbrunnen. Doch was ist das überhaupt? Also gleich mal schon mal vorneweg, es wird kein Bier rausfließen. Ich muss leider alles daneben. Nein, es geht darum, die Eier sind Substanz, die sind Bestand. Und wir haben die Eier so gestaltet, dass es immer irgendwas mit Bier zu tun hat. Wir haben hiesige Brauereien angerufen, angeschrieben, um Etiketten gebeten. Die haben wir zum Beispiel auf die Eier dann aufgeklebt, mit Klarlack überzogen, dass sie einfach wetterbeständig sind, dass es hält.
Oder wir haben kleine Bierfässer gestaltet. 1000 Eier sind variantenreich zum Thema Bier beklebt und bemalt worden. Ganz unterschiedlich. Jetzt zum Beispiel, das ist mit einem Flaschenhalsetikett. Haben wir da welche. Dann haben wir welche in den bayerischen Farben. Auch mit dem bayerischen Reinheitsgebot, mit dem Emblem drauf. Und dann noch ganz lustige Motiveier. Auch immer mit dem Thema Bier. Dann zum Beispiel jetzt da, Mami, wo ist Papi? Fragt der kleine Hase und die Mutterhase sagt, Bier holen. Also immer irgendwas mit dem Thema, dass das alles zusammenpasst. Und so sieht's aus, wenn es dann wirklich fertig ist. Seit Oktober letzten Jahres ist der Ostertrupp schon am Planen und seit Februar am Vorbereiten des österlichen Schmuckes. Viel Liebe zum Detail und eine Unmenge an Geduld und Konzentration steckt in jedem Ei. Die 1000 Eier mussten aber erst einmal beschafft werden. Damit sie zusammenkommen konnten, hat das ganze Dorf wochenlang Hühner- und Gänseeier zusammengetragen. So ist der Brunnen nicht nur der einzige Bierbrunnen überhaupt, sondern auch ein sehenswertes Gemeinschaftsprojekt. Just take it slow. Ja, wenn Sie jetzt Lust auf ein Bier bekommen haben, kann ich nachvollziehen. Kein Problem, wir machen eine ganz kurze Werbepause, sind gleich wieder für Sie da. Also ab an den Kühlschrank. Bis gleich. Kleine Kapsel, große Wirkung. So wirbt die AOK Bayern mit ihrem Modellvorhaben zur Darmkrebsvorsorge, der PillCam. Darmkrebs ist die zweithäufigste Krebserkrankung in Deutschland. Darmkrebs ist aber auch eine Krankheit, die sehr gut heilbar ist, wenn sie in einem frühen Stadium diagnostiziert wird. Und das war für uns Anlass, hier ein hochinnovatives Verfahren mit dieser Darmkapsel aufzusetzen. Die AOK Bayern bietet die neue Untersuchungsmethode in den medizinischen Versorgungszentren Hoffranken und Dorfen für ihre Versicherten ab dem 55. Lebensjahr kostenfrei an. In der Praxis von Marwan Kuri in Hof hat Heidemarie Brennig das Angebot zur Darmkrebsvorsorge mit der PillCam wahrgenommen. Der Kapsel wandert im Verdauungstrakt und bis sie auf natürlichen Weg ausgeschieden wird. Der Kapsel hat hier zwei Kameras, eine im vorderen Teil, eine im hinteren Teil. Sie macht 4 bis 35 Bilder pro Sekunde. Diese Bilder werden an ein Aufzeichnungsgerät gesendet. Wenn der Kapsel ausgeschieden wird, werden diese Bilder auf ein Workstation heruntergeladen und werden zu einem Video gemacht. Durch die Vorteile der PillCam gegenüber der herkömmlichen Darmspiegelung erhofft sich die Gesundheitskasse, mehr Menschen zur Darmkrebsvorsorge zu bewegen. Die PillCam hat den Vorteil, dass sie ein absolut hygienisches Verfahren darstellt. Sie ist schmerzfrei und sie ist natürlich auch schonend. Und sie liefert hervorragende Qualität in der Bildgebung. Und wie sehen es die Patienten selbst? Heidemarie Brennig kennt beide Methoden, Darmspiegelung und PillCam, und zieht ihr Fazit. Ich habe die Darmspiegelung gemacht und das mit der PillCam. Und für mich war das einfacher und bequemer mit der PillCam. Biere, Sensationen. TV Bayern zeigt Bayern von seinen schönsten Seiten. Fernsehen für alle, die in Bayern zu Hause sind. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard. Aufreger, Krawall und Kabarett. Wir hören hin und schauen nicht weg. Und wir lieben Kulinarik. Dazu die Analysen unserer Korrespondenten, die dort zu Hause sind, wo es passiert. TV Bayern Live. Wir berichten über die Themen der bayerischen Wirtschaft. TV Bayern Live, das heißt auch Sportgeist und Partystimmung. Ganz Bayern in 60 Minuten, einmal rundrum. TV Bayern Live, immer samstags um 17.45 Uhr. Und da sind wir schon wieder. Herzlich willkommen zurück hier bei TV Bayern Live. Es sind ganz besondere Winterspiele, die das christliche Jugenddorfwerk Deutschlands in Berchtesgaden veranstaltet. Jedes Angebot ist ein echtes Highlight. Rodeln auf der Weltcupbahn am Königssee, Riesentorlauf, Langlauf und Erlebnissport. Ein ganz besonderer Höhepunkt, der Inklusionswettbewerb. Die Kollegen aus der Kirchenredaktion waren für uns vor Ort. Martin, auf geht's. Anfeuerung für Martin, 16 Jahre, aus München. Der Langlaufschlitten-Sprint,
Gerade für ihn eine besondere Herausforderung. Wohin geht's da? Da bist du in der Spur drin, in einem Gleisbett. Also da kommst du nicht raus. Auf die Plätze! Fertig! Los! Martin ist von Geburt an blind. Trotzdem ist er bei den Winterspielen der christlichen Jugenddörfer am Start. 650 Jugendliche aus ganz Deutschland treten an. Die meisten ohne, einige aber eben auch mit Behinderung. Denn körperliche Einschränkungen spielen hier keine Rolle. Man sitzt ja auf so eine Art Schlitten mit Skiern und muss halt mit den Stöcken ja anschieben. Winterspiele ohne Grenzen. Auf der Höhenloipe Scharitzkehl, dem höchstgelegenen Langlaufzentrum im Berchtesgadener Land, 1100 Meter über dem Meeresspiegel, findet der Langlaufschlittensprint über 50 Meter statt. Der Fairness halber mit behindertengerechten Sportgeräten. Es ist eine von insgesamt drei Disziplinen bei den Winterspielen, neben Riesenslalom und Rodeln. Christoph hat mit 3,5 Jahren sein rechtes Bein verloren. Ein Handicap, das ihn aber kaum beeindruckt. Der 12 Jahre alte Junge will immer und überall gewinnen. Und bei den Winterspielen kann er es allen beweisen. Denn hier gibt es keine speziellen Wertungen für Behinderte und Nichtbehinderte. Alle treten mit und gegeneinander an. Auch wenn es manchmal Nachteile gibt, für Christoph ist der Wettkampf eine faire Sache. Also ich habe jetzt auch zwei Arme und das ist halt dann auch ein Vorteil. Beim Skifahren ist es so, dass ich halt ein Bein habe, aber so bei den Armen sind wir jetzt eigentlich so alle gleich. Zum Treppchen im Langlaufschlitten reicht es am Ende zwar nicht, aber Christoph setzt ohnehin alle Hoffnung auf die Königsdisziplin im Wettbewerb, den Riesenslalom. Aber hat der Junge trotz seines Handicaps tatsächlich Chancen? Auf einem Bein gegen nichtbehinderte Mitstreiter? Die Eröffnungsfeier im Alpenstadion, fast wie bei Olympia. Das christliche Jugenddorfwerk CJD betreut 155.000 Kinder und Jugendliche in 150 Standorten. Ob hochbegabt oder mit Handicap, alle bekommen hier eine Chance auf ein besseres Leben. Bei den Winterspielen können sich die Teilnehmer sogar wie Sportstars fühlen. Zum 19. Mal findet das Event im Berchtesgadener Land statt. Bei Martin und Christoph kommt sofort Olympiastimmung auf. Weil das eigentlich schon eine riesen Eröffnungsfeier ist und ja, auf jeden Fall gut aufgehoben und schon, das, als ob man so ein Star wäre oder sowas, ist schon cool. Die Eröffnungsfeier hat mir sehr gut gefallen. Also auch das Feuerwerk, das war auch richtig toll und ich freue mich schon auf morgen. Karl Lotz, selbst ehemaliger Medaillengewinner bei den Paralympics im Monoskifahren, ist Mitorganisator der Veranstaltung. Wir bringen einfach die Kids mit und ohne Behinderung zusammen und lassen sie zusammen Sport treiben und zusammen Zeit verbringen. Sport ist mit Sicherheit ein ganz tolles Medium, um Inklusion zu leben, weil Sport kann jeder zusammen machen. Sport hat ja nicht die Erlebnisqualität darin, dass man was außerordentlich gut kann, sondern Sport ist eigentlich die hohe Qualität, dass man was zusammen tun kann, zusammen Spaß hat. Der nächste Morgen beginnt für Martin gleich mit Skitraining. Was unglaublich klingt, der blinde Junge ist seit Jahren ein begeisterter Skifahrer und will sogar beim Rennen an den Start gehen. Guide Walter hilft ihm dabei. Sehr gut, laufen lassen, schön talwärts bleiben. Sehr gut. Lass ein wenig laufen, nur ein wenig talwärts und rechts. Passt, Martin, passt. Ich bin genau vor dir. Jetzt kommt der Geländeübergang, ist ein bisschen steiler. Noch weiter. Laufen lassen. Gut, Martin, haben wir schon Runden. Der Geländeübergang, wenn dann kommt, wenn es wieder ein wenig steiler wird, dann bist du immer ein wenig unsicher dann. Aber das macht nichts. Heute ist der Schnee so weich. Für Martins Papa Michael war es am Anfang nicht leicht, seinem Sohn die Bergwelt zu erklären. Was ist ein Ski? Was ist eine Skipiste? Was ist überhaupt ein Berg? Welche Neigungen, Steigungen? Das hat er alles eigentlich erst erfahren müssen. Einfach mal überhaupt den Ski zu spüren, den Ski dann anlangen lassen, wie ein Ski ausschaut, wie man drinsteht und wie die Geschwindigkeit dann ist. Der Guide fährt vor und sagt mir, wo ich hinfahren muss. Man merkt den Wind, das Gefühl an der Schnelligkeit. Also man merkt halt,
Es ist ja was anderes, ob man jetzt geht oder ob man fährt. Zwar ist Martin oft auf fremde Hilfe angewiesen, dennoch geht der 16 Jahre alte Junge in eine ganz normale Schule und will unbedingt einen Beruf erlernen. Ich würde gerne Kaufmann für Büromanagement machen, so auf jeden Fall was im Büro. Ja, weil es einfach mit Computer ist und weil ich habe ja auch einen Computer in der Schule, also mit Sprachausgabe. Sport treiben, gemeinsam Dinge unternehmen, ohne Einschränkungen. Für Familie Kraus ist das besonders wichtig. Martin ist immer dabei und soll so viel wie möglich von der Welt der Sehenden mitbekommen. Es ist schon schwierig, ihm alles beizubringen. Also das, da muss ich sagen, das ist schon viel Arbeit, was da dahinter steckt. Nicht jammern, sondern muss man einfach schauen, was man das Beste daraus macht und was es wichtig ist. Und es hat uns ja auch was gebracht. Also ich mein, der Martin ist ein lustiges Kind. Für Martin ist es nicht so schlimm, wie es manche vielleicht empfinden, weil der Martin kennt es nicht anders. Was ist blind? Oder was ist sehen, sagen wir mal so. Für Martin, der hat noch nie gesagt, oh, ich sehe jetzt nicht oder so. Ja. Also er lebt ganz gut damit, sage ich jetzt einmal, und ist ein fröhliches Kind. Im Haus der Berge, dem Informationszentrum des Nationalparks Berchtesgaden, geht Martin mit Annika auf Entdeckungstour. Der gemeinsame Ausflug der Teilnehmer abseits der Pisten soll die Jugendlichen zusammenbringen. Fischotter. Ist das echt? Der ist schon gestorben. Ein Fisch. Und was soll das für ein Fisch sein? Ist ein Fischotter. Der hat bestimmt auch ganz spitze Zähne. Mal schauen. Hier, Mist, der ist zu. Schau. Ja. Aber doch, schau da. Da. Sind da spitze Zähne? Ja, schau mal. So ganz leicht. Bei kleinen Spielen sollen die Jugendlichen christliche Werte wie Respekt und Nächstenliebe lernen. Lernen, füreinander da zu sein. Ah, jetzt sehe ich das, was sie machen müssen. Die müssen sich anfassen und müssen also so an Rücken so gegenseitig anfassen und müssen dann so laufen. So. Ja, also wir sind ja mehrere Leute und wir müssen uns alle an den anderen Personen anfassen und dann so laufen. Das sieht echt witzig aus, wie die laufen. Annika als die Augen von Martin. Jetzt müssen wir den Ball auf den Boden legen. Jetzt müssen wir ausholen. Warte, soll ich dir helfen mit ausholen? Warte, ich nehme eine Hand. Nach ein paar Fehlversuchen klappt es sogar beim Minigolf. Und Annika ist stolz auf Martin und auch ein bisschen auf sich selbst. Am Anfang habe ich ein bisschen überlegt, wie ich das machen muss. Aber dann, es wird langsam einfacher, ihnen das zu erklären. Und es macht auch echt Spaß. Ich bin echt zufrieden mit Martin, habe einen super Teamkollege bekommen. Er ist ein echt netter Junge. Für Annika wird es aber gleich richtig ernst. Denn die 16-Jährige muss in den Eiskanal der Eisarena Königssee. Auf der 520 Meter langen Strecke werden Höchstgeschwindigkeiten von über 65 Stundenkilometern erreicht. Normalerweise finden hier Welt- und Europameisterschaften statt. Für die Berlinerin eine echte Mutprobe. Nervös ist man immer, hat ein bisschen Angst, aber ist okay. Mal ehrlich, so richtig wohl fühlt sich Annika aber offenbar nicht. Denk an mich, wenn ich da runterrutsche. Ja, ich denke auf jeden Fall. Danke. Denn Bremsen gibt es beim Rodeln nicht. Und auf der Kunsteisbahn beschleunigt der Schlitten schnell auf über 50 Sachen. Für Martin wäre ein Start hier zu gefährlich. Deshalb ist sein Part moralische Unterstützung für Annika sein. Eine Achterbahnfahrt auf dem Eis. Mit 7 Steilkurven. Mit 18,091 Sekunden holt Annika sogar Platz 1 in ihrer Altersklasse. Mehr noch aber zählt der Sieg über die eigene Angst. Ich schlafe noch! Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Mein Herz schlägt richtig schlimm. Wow. Man schwebt irgendwie. Man denkt, man schwebt. Und dann ist man so schnell unten, da klappt man gar nicht, dass man so schnell unten ist, aber man ist dann schon unten. Und wenn man in eine Kurve dann so geht, und das ist echt cool. Der Weg zum Start, für Christoph nicht gerade einfach. Diesen Nervenkitzel lässt er sich aber nicht entgehen. Der Skirennfahrer liebt die Geschwindigkeit.
auch wenn er aufgrund seiner Prothese beeinträchtigt ist. Denn gelenkt wird beim Rodeln mit den Füßen. Für eine Medaille reicht es deshalb nicht. Manchmal ist aber dabei sein tatsächlich alles. Super, ich habe die ganze Zeit zu Decken geschaut und da hat man nur noch schnell die Decke über sich halt immer gesehen und mein Trikot ist geflattert und sowas. Das hat einfach nur Spaß gemacht. So viel Mut muss man erst einmal haben. Bei diesem Wettkampf sind am Ende alle Gewinner. Wenn man nicht unbedingt im Wintersport zu Hause ist, vielleicht noch nie auf dem Schlitten gesessen hat, dann schafft man das, dass man die Rodelbahn, wo vor 14 Tagen Weltmeisterschaften stattgefunden haben, runterzufahren. Das macht unwahrscheinlich viel mit dem Selbstwertgefühl eines Menschen. Und dass der eine dem anderen hilft, der eine den anderen unterstützt, dann ist das das klassische Bild von Nächstenliebe und für einen anderen da zu sein. Aus Gegnern werden Freunde. Für Christoph, auch genannt Grisou, zählt aber auch der Erfolg. Beim Skirennen will er ja unbedingt aufs Treppchen. Der Grisou ist mit Sicherheit schon ein außergewöhnliches Talent, der ein unglaublich gutes Gefühl für den Ski hat. Und was er mitbringt, was natürlich speziell, wenn man auf einem Bein Skifahren muss, richtig hilft, er bringt eine unglaubliche Athletik mit. Das heißt, er hat Kraft wie ein Bär. Für sein Alter unglaublich. Also er fährt lange Schlepplifte hoch, ohne was, fährt dann auch in einem Zug den Hang runter. Und diese Athletik, die ist natürlich unglaublich hilfreich. Christophs Ziel? Eine Karriere als Leistungssportler. Hier oben in der Eliteschule des Sports, dem höchstgelegenen Gymnasium Deutschlands, werden die Medaillenhoffnungen gefördert. Die Heimat der Sieger von morgen. Demnächst sollen auch behinderte Kinder und Jugendliche in das Internat aufgenommen werden. Christoph will sich die Trainingseinrichtungen deshalb genau ansehen. Denn Sport ist sein Leben. Das Geheimnis, sein Schicksal zu meistern, trotz Einschränkungen im Alltag. Zum Beispiel, dass man halt einfach nicht weit laufen kann und da halt ich auch immer wieder die Prothese verliere und so auch jetzt. Ja, halt auch, dass die anderen halt immer fragen, das nervt halt manchmal mit der Zeit auch, aber das habe ich jetzt eigentlich relativ gut im Griff. Mit 3,5 Jahren ist Christoph unter einen Rasenmähertraktor geraten. Die Ärzte mussten ihm sein Bein amputieren. Für den kleinen Jungen und seine Familie eine schwere Zeit. Für uns ist da eine Welt zusammengebrochen eigentlich, weil das war, dass wir den Unfall gehabt haben. Wir haben dann auch gesagt, Mensch, jetzt ist alles vorbei, ist alles gar. Was sollen wir jetzt noch tun? Wir haben so Skifahrer gewesen, vorher auch schon immer, gesagt, was möchtest du jetzt da noch tun? Ohne Fuß. Und dann haben wir in die Nachsorgeklinik gekommen und da hat er dann seinen Chefarzt kennengelernt. Und hat er gesagt, wieso nicht? Ich sag, es geht alles wieder. Er sagt, er kann wieder Radl fahren, er kann wieder Skifahren. Hat er gesagt. Und gesagt, Skifahren? Was soll denn das geht? Bei der Streckenbesichtigung ist Christoph schon ein bisschen aufgeregt. Denn gleich will er es allen zeigen. Der Riesenslalom findet auf der berühmten Weltcup-Piste am Götschen statt. Auf der auf 650 Meter verkürzten Strecke geht es allerdings ganze 165 Höhenmeter bergab, macht im Schnitt 25% Gefälle. Eine steile Herausforderung. Mit nur einem Bein will es Christoph mit seinen Konkurrenten aufnehmen. In seiner Altersklasse starten fast nur Gegner ohne Handicap. Mit seinen speziellen Skistöcken kann Christoph das Gleichgewicht leichter halten. Die ganze Kraft aber muss sein linkes Bein aufbringen. Christoph macht das Unmögliche möglich, fährt mit 56,10 Sekunden eine Spitzenzeit. Aber ob es tatsächlich für eine Medaille reicht? Die Mama ist in jedem Fall mehr als zufrieden. Weil die auch gefangen hat vor einigen, wie viel Jahr ist das jetzt her? 5 Jahre oder so. Nach jeder der Kurven gestürzt, nach jedem Meter gestürzt und jetzt sind wir so weit und das macht dann schon stolz. Mittlerweile fahre ich ja auch schneller als ich. Warten auf den großen Moment. Skistar Hilde Gerg verteilt die Medaillen. Und tatsächlich. Platz 3 für Christoph. Da ist der Christoph. Grandiose Leistung, das ist wirklich ein Applaus wert. Wahnsinnig. Diesen großen Applaus. Ich möchte alle hören. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich es aufs Treppchen geschafft habe und jetzt dritter Platz und das ist schon cool. Weil mit einem Bein ist es halt auch ein bisschen schwieriger auszubalancieren, wenn man auf dem Eis steht, als jetzt einer mit zwei, aber ja, das passt eigentlich schon.
mit einem Bein aufs Treppchen. Eine unglaubliche Leistung. Die ehemalige Weltmeisterin und Olympiasiegerin Hilde Gerg ist von Christoph schwer beeindruckt. Cool, oder? Ja. Die kennen das. Ich kann es mit einem nicht so gut. Und mit einem Bein ist einfach sensationell. Also die sind ja oft schneller als die richtigen Skifahrer. Cool hat er das gemacht. Und natürlich ist auch die kleine Schwester mega stolz. Letzte Besprechung bei Martin, direkt vor dem Start. Und ab wann geht's nicht mehr so? Wenn wir das Tor nicht passiert haben. Also wenn wir zwei da runterfahren und wir kommen nicht mehr rauf, dann haben wir das Tor auslassen. Ach so, okay. Schon wenn man ein Tor ausgelassen hat, dann? Ja, dann ist schon vorbei. Walter, der Vater von Christoph, geht als Guide mit Martin ins Rennen. Für die beiden der erste Start bei einem Wettbewerb. Die Zeit spielt für sie keine Rolle. Fehlerfrei ankommen ist das Ziel. Doch dann passiert ein kleines Missgeschick. Es droht die Disqualifikation. Das war ja dann ausgeschieden, wenn man das oberhalb oder unterhalb, also er muss dann nochmal zurückschieben und halt nicht vorwärts skifahren, sondern wieder rückwärts, dass er mit seinem Ski rauskommt aus dem Tor und dass man wieder weiterfahren konnte. Und wenn dann sowas passiert, dann ist man natürlich gleich mal aufgeregt. Und wenn man sich das vorstellt, man macht die Augen zu, man muss da eine Piste runterfahren. Also wenn ich sage, fahr noch weiter runter, fahr noch runter, passiert das Tor noch, er sieht es ja nicht. Also er muss eigentlich sich voll auf das Kommando verlassen. Das ist halt für Martin eine ganz wahnsinnige Leistung. Der blinde Junge schafft es tatsächlich ins Ziel. Ich freue mich schon, dass ich jetzt halt unten angekommen bin und nicht jetzt im Tor irgendwie stecken geblieben bin oder so, weil dann fällt man ja auch raus. Und ja, also ich finde jetzt auch fürs erste Mal war ich ja auch jetzt nicht, es war ja mein erstes Rennen, war es ja eigentlich ganz gut so. Eine Medaille gibt es zwar leider nicht, dafür holt Martins Schwester Karina Bronze beim Rodeln. Für die Familie Grund genug, so richtig zu feiern. Bist du stolz auf deine Schwester, oder? Ja, schon. Ich mag meinen Bruder über alles und besonders mit ihm was zu machen, macht mir immer viel Spaß, weil da erlebt man ja auch andere Sachen. Einfach mit ihm die Sachen erleben zu können, weil ohne ihn wäre es dann auch wieder langweilig. Mit oder ohne Behinderung. Bei den CJD-Winterspielen sind alle gleich. Ein Event mit sportlichen und menschlichen Höchstleistungen. Aber vor allem ein Fest, das Jugendliche zusammenbringt. Mit der Musik und so auch die Siegerehrungen und dass immer alle applaudiert haben und ja, von Gaudi und alle hat mir schon gut gefallen. Egal, was die Ergebnislisten sagen, Christoph und Martin gehören zu den großen Gewinnern. Zwei Jungs, die die Herausforderungen ihres Lebens locker meistern. Ja, bei uns gibt es jetzt noch den Blick aufs Wetter. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Servus. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Echt Bayern. Bayern entdecken, erleben, genießen. Die ungerechte Zweiteilung beim Wetter geht auch in der Nacht und am Sonntag weiter. In Franken und der Oberpfalz bleibt es trüb durch tiefhängende Wolken, in Hochfranken, im Steinwald und im Oberpfälzer Wald auch durch Nebel. Und zwischendurch kommen auch in den Süden einige kompakte Wolkenfelder, dazwischen klart der Himmel auf. In den Alpentälern haben wir wieder Frost bis -3, -4 Grad, sonst liegen die Werte um den Gefrierpunkt. Mit klarem Himmel zwischendurch geht es leicht unter 0 Grad, wo es trüb bleibt, bleiben wir bei über 0 Grad. Morgen geht es in Franken weiter mit einem trüben Tag, die Sonne zeigt sich kaum. Allenfalls im südlichen Mittelfranken kann es mal ein bisschen Sonne geben. Ansonsten ist es eben bewölkt und trüb. Die Sonne zeigt sich gar nicht. Und gelegentlich fällt besonders am Nachmittag ein bisschen Nieselregen. Vor allen Dingen von den Haßbergen bis nach Hochfranken. In Hochfranken selber können es ein paar Schneeflocken sein. Die Temperaturen erreichen hier bis zu 4 Grad. Am Untermain sind 8 oder 9 Grad drin. Wenn sich die Hochnebeldecke mal ein wenig lichtet, dann sind es bis zu 9 Grad. Die Temperaturen fühlen sich im Wind, der auffrischt aus Nordwesten,
nordwestlichen Richtungen oftmals deutlich kälter an. In der Oberpfalz und in Niederbayern bleibt es trüb, vor allen Dingen in der Oberpfalz. Hier zeigt sich die Sonne so gut wie gar nicht. In Niederbayern, da kommt sie ein bisschen heraus, vor allen Dingen südlich der Donau und gerade an der unteren Isar. Da kommt mal gelegentlich die Sonne zum Zuge. Das Ganze hier bei Temperaturen von 10 bis 11 Grad. Sonst bleibt es unter den dichten Wolken deutlich kühler mit um die 6 Grad. Und die Werte fühlen sich auch durch den lebhaften West- bis Nordwestwind kühler an. In Schwaben, Allgäu und Oberbayern geht es sonnig weiter, vor allen Dingen am Alpenrand. Hier ist es wolkenlos, aber schon ab München nordwärts haben wir viele Wolken. In den Donauniederungen ist es ähnlich wie am Samstag, weitgehend bewölkt oder trüb. Die Temperaturen erreichen in den Alpentälern und am Alpenrand wieder 12 bis örtlich 14 Grad, weiter nach Norden zu, da ist es kälter. Und dazu haben wir den kalten Wind. In den kommenden Tagen ist es dann auch im Süden kühler mit Regen und örtlich auch etwas Schnee. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von Echt Bayern, wo Bayern echt und anders ist.